Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, wir leben in einer Welt, die sich beständig verändert, in der kleine und große Veränderungen unvorhersehbar werden. Es wird schwieriger, auf Basis der bisherigen Erfahrungen festzustellen, wie unser Leben in 10, 20 oder 50 Jahren aussehen wird. Probleme werden komplexer, hängen in vielfältiger Weise miteinander zusammen und einfache Lösungen werden zunehmend unwahrscheinlich. Situationen stellen sich so vage dar, dass man mit Schwarz-Weiß-Denken nicht weiterkommt. Und diese Veränderungen schlagen sich auch im Arbeitsleben nieder. Die Generation meiner Eltern arbeitet heute schon in Berufen, die man sich in deren Schulzeit noch nicht vorstellen konnte. Mit Arbeitsgeräten, die vor 30 Jahren so noch gar nicht existiert haben. In welchen Berufen Kinder, die dieses Jahr eingeschult werden, in Zukunft arbeiten werden, ist unklar. Ganze Berufsgruppen sind verschwunden und gleichzeitig neue entstanden. Und damit kommt dem lebenslangen Lernen und der Weiterbildung in einer diversen und so von Umbrüchen geprägten Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung zu. In den letzten von rasanten Veränderungen geprägten Jahren hat sich auch Weiterbildung weiterentwickelt. Während der Covid-Pandemie haben die Weiterbildungsinstitute einen großen Sprung in der Digitalisierung gemacht. Digitale und hybride Angebote sind entstanden. Möglich wurde das unter anderem über eine Ausnahmeregelung im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz. Dabei vergessen digitale Weiterbildungsformate Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Denn viele ArbeitnehmerInnen kommen digitale Angebote entgegen, die die Vereinbarkeit von Beruf, Weiterbildung und Familie erleichtern. Gleichzeitig wird Weiterbildung so für viele zugänglich, die an Präsenzkursen nicht teilnehmen können. Gleichzeitig wird auch sichergestellt, dass auch in den kommenden Wintermonaten Angebote für die ArbeitnehmerInnen zur Verfügung stehen, die zur vulnerablen Gruppe gehören und sich nicht mit Covid anstecken sollten. Und deshalb wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf die Möglichkeit, digitale Weiterbildungsformate anzubieten, verstetigen. Damit drehen wir die Entwicklung der letzten Jahre nicht zurück, sondern ermöglichen ein Nebeneinander von digitalen und Präsenzangeboten. Denn es hat sich gezeigt, digitale Weiterbildungsformate sind mehr als eine Notlösung in Pandemiezeiten. Sie sind längst ein vollwertiger Teil der Bildungslandschaft in NRW geworden. Selbstverständlich stimmen wir der hier vorliegenden Überweisung an den Wissenschaftsausschuss zu.